Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Oh Mann, da kam gerade noch eine Krachermeldung rein. Reuters berichtet, dass Alphabet, also die Google-Mutter, die Kooperation mit Huawei in einigen Dingen einstellt. Das machen die nicht freiwillig, sondern Trump ist letzte Woche hingegangen und hat Huawei mit auf eine schwarze Liste setzen lassen. Wo es heißt, dass US-Firmen sich spezielle Genehmigungen erstmal besorgen müssen, um mit Huawei und seinen Töchtern und auch anderen chinesischen Firmen Handel treiben zu können. Das bedeutet jetzt nicht nur den Einkauf von Mobilfunkteilen, weil Huawei ist ja auch der größte Netzwerkausrüster der Welt, sondern das betrifft auch die Smartphones. Da habe ich bis eben noch gedacht, ja, Füße ruhig halten, das nutzt er erstmal als Verhandlungsmasse, um sich mit den Chinesen zu einigen und erstmal abwarten. Und jetzt kommt gerade diese Meldung, dass Alphabet jetzt hingeht und sagt, da müssen wir jetzt die Konsequenzen ziehen, bedeutet erstmal, so heißt es erstmal am Anfang, noch keine Panik schieben, aber dass Huawei keine technische Unterstützung mehr bei Android-Updates bekommt. Natürlich können die nach wie vor den Open-Source-Teil von Android nutzen, aber das, was wir so als Android gerade auf unseren Mobilfunkgeräten kennen, ne, das dreht sich ja um den Google-Kosmos. Und da sieht es erstmal jetzt essig auch. Also erstmal anscheinend keine Updates mehr, beziehungsweise auch dann mit der nächsten Version, wie es jetzt gerade erst heißt, und das ist echt noch mit Vorsicht zu genießen, mit der nächsten Geräteversion, ne, gibt es dann keinen Google Play Store mehr, einige Google Apps nicht mehr. Und ich meine, natürlich, jetzt ist erstmal abwarten, was da wirklich kommt. Wie einigen die sich? Was wird da hinter den Kulissen zwischen China und den USA gehandelt? Keine Panik. Also ich denke mal, keiner sollte jetzt hingehen und sein Huawei-Smartphone direkt mal verkaufen oder sich ärgern, dass er eins gekauft hat. Natürlich ist die Situation jetzt echt noch ein bisschen... Erstmal abwarten. Also erstmal noch keine Panik schieben. Abwarten, was da rauskommt. Abwarten, wie sie sich vertragen. Und vor allem möchte ich an dieser Stelle nochmal hinweisen. Die Amis, seit Jahren rufen die, wir haben Angst vor Huawei, die spionieren uns aus. Haben aber noch keinen einzigen Beweis für irgendeine Hintertür oder sonst was angetreten. Im Gegensatz zu einigen US-Unternehmen, wo diese Hintertüren gefunden wurden und... Es ist so ein Murks da gerade. Und vor allem, mal gucken, wenn es dann wirklich Knall auf Fall kommt, wie es dann abgeht. Ich meine, wenn ein Konzern wirklich die Mittel hat, um den Amis da Paroli zu bieten, dann wahrscheinlich erstmal Huawei. Angeblich haben die auch ihr eigenes OS in der Schublade. Die haben ihre eigenen Cloud-Dienste. Natürlich kennt die hier noch gar keiner. Aber ich bin mal sehr gespannt. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie die Chinesen eventuell zurückschlagen werden. Das wird noch eine interessante Story. Und wo wir bei den Smartphones sind, das war auch die Woche der Smartphones. OnePlus hat seine neue 7er Generation vorgestellt und diesmal direkt zwei Geräte rausgehauen. Das normale OnePlus 7, Gehäuse-Display vom OnePlus 6T, ein bisschen aufgebohrt, neuer Vibrationsmotor, schnellere Prozessor, Stereo-Lautsprecher, kommt aber erst im Juni. Dahingegen kommt jetzt das neue Flaggschiff, das OnePlus 7 Pro. Huawei lässt mal die Sau raus und packt da einfach natürlich für mehr Kohle, kostet dann 710 Euro. In der Basisversion mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Mal die Sau raus, ne? Randloses Display, weil die Frontkamera oben rausfährt, ne? 90 Hertz Display, was super sein soll, wo ich ein bisschen, naja, aber wir haben einige andere Features, die auch hier sehr schön sind. Aber das Interessante an dieser Meldung einfach nur, dass OnePlus diese jetzt Zwei-Produkt-Strategie fährt. Ne? In der Hoffnung, dass das eine immer noch preis-leistungsmäßig gut ist, wobei sie ja natürlich von Xiaomi kräftig Druck kriegen. Und in der anderen Richtung, ne, für die OnePlus-Fans, die immer gesagt haben, baut doch mal mehr, haut doch mal was raus, ich bin auch bereit, als OnePlus-Fan mehr zu zahlen. Sehr interessant. Auch Asus ist hingegangen, hat ein neues 6,4 Zoll Zenfone 6 Flagship gezeigt. Liest sich echt vielversprechend und wenn ich mir die 5er Generation noch ins Gedächtnis rufe, das war so Kategorie Asus, kann dann auch Smartphones. Nur bei uns in Deutschland kommen die irgendwie nie an. Also das ist so Kategorie, dass die Fristen so total das Nichendasein. Also das interessiert mich jetzt eher mal, ob das bei der 6er Generation jetzt anders wird. Auch da ist man hingegangen, vorne randlos und nutzt die Hauptkameras auf der Rückseite, indem die sich so nach vorne drehen, um dann auch mit der Hauptkamera die Selfie-Kamera zu nutzen für bessere Videoaufnahmen, für bessere Fotos. Interessantes Konzept kennen wir unter anderem vom Samsung Galaxy A80, wobei die das meiner Meinung nach ein bisschen eleganter gelöst haben. Und wo wir bei Huawei sind und rausfahrbaren Frontkameras, auch Huawei ist hingegangen und hat das 2 millionste Huawei-Gerät mit einem Kirin 710 vorgestellt, das Huawei P Smart Z. Hat halt eine Frontkamera, die rausfährt.
Und wo ein Huawei-Smartphone ist, braucht ein und wo ein Huawei-Smartphone ist, kann ein Honor-Smartphone nicht fehlen. Honor geht hin und hat das Honor 20 Lite vorgestellt und jetzt rausgehauen, ohne große Ankündigung. Die kommt nämlich erst nächste Woche, am Dienstag ist es endlich soweit. Da soll das neue Honor 20 vorgestellt werden und man munkelt ja sogar, dass auch Honor diesmal hingeht und direkt eine komplette Linie vorstellt, wie jetzt Honor 20 Lite, Honor 20 und dann ein Honor 20 Pro direkt raus und sowas dann halt nicht über das ganze Jahr verteilt und stückelt. Zur Erinnerung, ich glaube ja, das Honor 10 Lite kam ja jetzt erst Anfang diesen Jahres raus. Vielleicht vereinheitlichen die ja alle endlich mal ihre Produktstrategie und machen es etwas überschaubarer. WhatsApp hatte diese Woche noch eine Sicherheitslückenmeldung. Da soll es Hackern gelungen sein, über eine Sicherheitslücke über WhatsApp Zugriff auf die Smartphones zu bekommen. Das muss aber anscheinend nur nicht ein Ding gewesen sein, was nicht gar nicht so viele betroffen hat. WhatsApp hat auch die Lücke schnell erkannt, hat ein Update rausgehauen und das macht ja auch schnell die Runde. Jeder sollte seine WhatsApp-App updaten. Aber ich meine, das gilt ja auch für so viele Sachen. Freut mich aber an dieser Stelle, dass das Update anscheinend ziemlich zügig ausgeliefert worden ist. Noch weitere Meldungen von Google, auch nicht so schön, denn angeblich streicht man die If This Then That-Unterstützung aus den Google-Fotos raus. Das soll in Zukunft nicht mehr funktionieren. Sehr schade, gerade für die Bastler. Und dann noch eine zweite Horrormeldung, angeblich noch unbestätigt. Google Drive und Google Fotos harmonieren derzeit sehr schön. Man kann sich bei Drive die Fotos anzeigen lassen, also alles an einem Platz. Das soll in Zukunft angeblich getrennte Wege gehen. Muss man nicht verstehen, ist aber jetzt auch erstmal so eine Gerüchtemeldung, passt aber in den heutigen Tag. Und noch eine schöne Randmeldung, erstmalig wurde 2018 in Deutschland mehr mit den Mobilfunkgeräten telefoniert, als mit den Festnetzgeräten. Hätte ich persönlich jetzt gedacht, na inzwischen, ja gut, wenn man mal vielleicht die Firmen rausnimmt, im privaten Bereich hätten wir das schon längst erreicht. Also klar, ich habe auch noch eine Festnetznummer, wenn denn da überhaupt mal ein Telefon drangehangen ist oder ich das sonst wie umleite. Aber ich kenne kaum noch Leute, ich meine, es ist ja viel, viel, viel einfacher. Nicht mehr dieses, wie man dann früher bei den Eltern angerufen hat, um dann die Kinder ranzukriegen, zu sagen, ist der da? Oder sich wem erzähle ich das? VT erzählt von längst vergangenen Zeiten. Heute hat jeder sein Smartphone und man ruft natürlich die Person dann direkt an. Wenn denn überhaupt noch telefoniert wird oder man sich nur noch eine Nachricht schreibt. Oder ein Emoji, Zwinkersmiley. Ich weiß, der Bundesrat hat sich jetzt auf die Regulierung der E-Scooter geeinigt. Ne? Jetzt sind wir da, keine Helmpflicht, maximal 20 km/h, nicht auf dem Gehweg, keinen Führerschein. Das Ganze ist aber noch nicht final, denn der Bundesrat hat Änderungen vorgenommen. Das geht jetzt wieder zurück an die Bundesregierung. Dauert noch was, aber ich denke mal, die sind alle sehr bemüht, dass wir ab diesem Sommer bei herrlichem Wetter dann schon mit unseren E-Scootern rumflitzen können. Ich glaube, die Deutsche Bahn hat auch schon bekannt gegeben, dass die Dinger, ich glaube sogar kostenlos, mit in die Bahnzüge dürfen. Das wäre ja mal was. Also ich bin in anderen europäischen Städten sieht man die Dinger ja schon rumflitzen. Ich glaube, dass gerade in den Städten werden sehr viele damit dann in Zukunft rumflitzen. Aber da an die Versicherungsaufkleberchen dran denken, denn die Dinger müssen versichert werden. Kommen wir noch zu den Unterhaltungsmeldungen der Woche. Amazon schnappt sich die Jean-Luc Picard Mini-Star Trek-Serie. Also die wird es dann, wenn sie denn dann irgendwann mal erscheint, bei Amazon geben. Finde ich deswegen interessant, weil wir ja die Star Trek Discovery-Serie bei Netflix hatten. Das war jetzt keine Netflix-Originalserie, sondern eine CBS-Show. Ja, das Ähnliche funktioniert es dann auch bei Amazon. Heute Nacht ist es endlich soweit. Das große, nicht Staffelfinale, sondern das Serienfinale. Danach gibt es nichts mehr von Game of Thrones. Wir erleben jetzt endlich, wer wird es sozusagen, wer kriegt am Ende die Rose und ich bin schon sehr gespannt. Und ein altes QWERTY gibt es auch noch, gerade weil Folge 5 so spät nochmal aufgenommen werde, passt das Kaffee-Fry-Ding sehr, sehr gut. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 392 ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich streiche mal die IFTT-Unterstützung. If this... IF, this, then, that.